So, jetzt aber. Schön hinten reingeschossen. Und gerade nochmal laden. Oh, was war das denn? Weißt du, jetzt habe ich irgendwie zu früh geschossen. Deckung! Oh, fuck! Mist, das war nix. Ist aber auch gar nicht so einfach hier. Brigatte! Ich erfahre noch einen! Wo um alles in der Welt kommt wiederkehren? Feuer! So. Und go! Sehr schön, wir müssen einfach ein bisschen öfter schießen. Oh, jetzt schießt die wieder. Und nochmal Deckung. Und nochmal. Mann, die schießt die ganze Zeit. So. Zack. Schön die Ladung abgegeben. Aber die hält ganz schön viel aus. Ich brauche volle Segel. Und wir sind irgendwie schon ziemlich angeschlagen. Feuer frei! Jawohl, da haben wir sie versenkt. Halbe Segel! Halbe Segel! Hol das Tuch ein! Die Mannschaft holt die Segel ein! Wir müssen ran, Alter! Weitermachen, Matrosen! Links, rechts, hinter der ersten Fahrt, Matrosen! So, puh, das hätten wir dann auch geschafft. Die harte Tour, das stimmt allerdings. So, das Schiff wäre damit also eingeweiht. Ich hab sie alle. Bring mir, was ich will, und ich geb sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff, du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Gut. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Okay. Jetzt ist es also soweit. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele.
Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Okay, sehr gut. Sequenz 5 beendet. Und wir haben unser Outfit. Sehr schön. So kann man sich doch sehen lassen. Ja gut, der alte Connor. Jetzt hat er die fette Assassinenrobe abgestaubt. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Okay, jetzt geht's also los mit Desmond, der jetzt hier auch einen auf Assassinen macht, beziehungsweise ja, okay, er ist ja Assassine, aber jetzt hat er sich die Kapuze angezogen, jetzt wird's ernst. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Ist das ein Fallschirm oder was? Man sieht ganz danach aus. Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose. Geil. Perfekt. Ich habe ein schönes Startsignal. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Okay, das erste Mal richtig mit Desmond unterwegs. Und hier ein bisschen rumklettern. So ein bisschen Mirror's Edge mäßig. Von der Architektur und so weiter. Logischerweise. So. Wo müssen wir denn lang? Hier schön weiter. Und dann den Aufzugschacht nach oben. Ah, das ist wirklich wow. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich schon. Leck mich. Da ist es also. Irgendwie in dem Moment bin ich jetzt erinnert an die Zeit, als Assassin's Creed 1 rauskam und jeder so gehypt war von dem Spiel, noch nie vorher was davon gehört. Assassin's Creed 1 kommt raus. Alle sind total überrascht.
dass es so ein Zukunftssetting gibt mit Desmond. Das war ja am Anfang noch gar nicht so bekannt. Und ja, damals haben alle gemunkelt, ja, es wird bestimmt auch mal ein Assassin's Creed in der heutigen Zeit geben, beziehungsweise in der Zukunft, aber das hier spielt ja jetzt eigentlich sogar in der Gegenwart, 2012. Und alle haben gemunkelt, ja, dann kann man bestimmt irgendwann mal durch die Häuserschluchten laufen mit Desmond als Assassine. Und jeder dachte so, naja, okay, das ist vielleicht unsere Vorstellung, aber das wird sowieso nie passieren. Und jetzt stehen wir hier mit Desmond in den Häuserschluchten und klettern auf irgendwelchen Kränen rum. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie wir es uns am Anfang gedacht haben. Da wurde ich jetzt irgendwie gerade wurde mir das klar, als wir hier rauskamen und die Skyline gesehen haben. Da wurde ich irgendwie an diesen Moment erinnert, vor einigen Jahren, als Assassin's Creed 1 draußen war. Oh Mann, das ist schon irgendwie gefühlt ziemlich lange her. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ein paar Jahre auf jeden Fall. Und jetzt ist es wirklich so. Ist irgendwie witzig. So, dann schauen wir doch mal, wo es hier denn so lang geht. Und ob wir später vielleicht sogar mal noch kämpfen können. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv rein. Klappe schon. So. Ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Das hier sieht schon mal richtig aus. Wow! Fuck! Scheiße. Okay, wie Sean gesagt hat, ein falscher Schritt und wir sind Brei. Gut, dann probieren wir das Ganze nochmal. Da lang. Alter, was machst du denn? Oh Mann, Desmond. So, aber eigentlich eine ganz coole Idee mit dieser kleinen Flugkamera, die uns jetzt hier begleitet. Dass das dann erklärt, warum wir das Ganze hier aus der Third Person sehen. Das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt aber. Wo müssen wir hier denn lang? Hier hoch? So, und jetzt auf den Balken hier. Genau. Ah, ist tatsächlich ein Fallschirm. Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Oder nicht? So, jetzt wird's also ernst für Desmond. Ja, da drin. Wer braucht schon eine Leiter da drin? Wir klettern einfach außen hoch. Und jetzt sind wir oben auf dem Kran, über der Stadt. Ring, wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. Puh.
Puh, ach du Scheiße, es ist doch ein bisschen hoch. Felix Baumgartner-Style schon fast. Dann würde ich mal sagen, einen beherzten Sprung. Sehr schön hat er hier den Todessprung gemacht. Und schön hier auf den Landeplatz. Das war ja gar kein Problem. Dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Oh! Das ist unser Desmond. Geil. Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Okay, jetzt haben wir sogar hier noch Entscheidungsfreiheit, ob wir jetzt mit Desmond weiterspielen wollen oder mit Connor. Oh, ich sehe gerade, das ist hier voll die riesige Höhle. Boah, meine Fresse, ist Assassin's Creed 3 umfangreich. Das gibt's ja gar nicht, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut. Oh, hier haben wir sogar ein anderes Pausenmenü. Ja, mache ich mal wieder einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.